Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion. An einer anderen Stelle stehen wir jetzt hier gerade, und zwar in dem Gebiet bei Astranar, wo es mit dem Questen als nächstes weitergeht. Aber selbstverständlich geht es jetzt erstmal darum, dass wir unsere erste Instanz machen oder Dungeon, wie auch immer wir es nennen mögen. Dafür mache ich gleich den Dungeon-Browser an. War aber schon mal einmal kurz drinne. Den Eingang hattet ihr ja gesehen, dieses lila Tor unten in der Hülle. Da ist der Dungeon, ich bin aber schon mal da weggegangen. Denn wir gehen jetzt über den Dungeon-Browser rein. Ich war schon einmal drin, war mir dann doch etwas zu heikel, da ich mir vorstellen konnte, also ich habe es nicht ganz durchgespielt, aber ich hatte so den Eindruck, das wäre dann doch etwas zu blöd, das alleine zu machen, etwas zu schwer. Die Gegner am Anfang hätte ich zwar hingekriegt, aber später, nee. Tötet Akomai den Verschlinger, heißt es. Wir sind dem Opfer Altales Schattenhammers nur knapp entkommen, aber es gibt tiefer in diesen Höhlen noch andere, die Hilfe brauchen. Wenn diese Kultisten ihr Blutritual verenden lassen, sie Akomai, den Verschlinger, auf die Weltlust, das dürft ihr nicht zulassen. Jetzt habe ich die Instanz zwar schon gemacht, einmal, habe sie mir einmal angeguckt, wie das Ganze funktioniert und würde sagen, ich mache mal einen Cut und wir sehen uns dann gleich in der Instanz wieder. Da ist nämlich nicht so viel Zeit zum Lesen, da geben wir nur schnell Quest ab. Ich habe es extra hier nicht gemacht, der ist also noch offen, machen wir zusammen. Wir gehen nochmal zusammen rein und schauen uns die Instanz an und zwar den, wo haben wir es denn? Spezifisch. Tiefschwarze Grotte, hier ist es. Da suche ich jetzt eine Gruppe und sobald es losgeht, sind wir wieder da. Bis gleich. Tja, wir sind immer noch hier. Ich warte, aber wir haben leicht Glück und auch ein wenig Pech. Im Dungeon Browser steht, und das sieht man hier oben an dem Auge, dass wir zwar schon einen Heiler haben und drei Schädlinge, wie ich sie immer nenne. Ich bin ja auch einer davon. Wir machen Schaden. Aber uns fehlt noch der Tank. Das ist das Schild ganz links. Der ist ja dafür zuständig, die, drücke ich das aus, die Aggro, die Feinde auf sich zu ziehen und sie von uns abzulenken und zusammenzubündeln, sodass wir draufkloppen können. Er ist sozusagen, derjenige, der die Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss. Und da muss es immer einen von geben. Und ich würde sagen, in der Zeit, wo wir auf den Tank warten, der hoffentlich nochmal sich dazu entschließt, diese tolle Instanz zu machen. Verständlicherweise, wir sind in einem etwas niedrigen Gebiet und da hat man nicht so unbedingt Bock. Aber vielleicht ist der eine oder andere dabei auch zu leveln und muss tanken. Ich schnurre. So. Schildwache Luara auf einem Sprung nach Astranar. Avana lebt. Ich hatte schon befürchtet, sie sei tot, als ich von dem Angriff auf Maestras Posten erfuhr. Wie ihr seht, haben wir mit der Horde ebenfalls alle Hände voll zu tun. Ihr habt mir das größte Geschenk gemacht, indem ihr mir mitgeteilt habt, dass sie wohl auf ist. Wann immer ihr wünscht, mit einem meiner Nachtsäber zurück zu Maestras Posten zu reiten, soll er euch gehören. Lebt wohl. Ja, okay. Wie darf ich helfen? Ich möchte auf euren Nachtsäber zu Maestras Posten reiten. Wollen wir das jetzt schon machen? Oder ich lasse das mal noch ausfallen. Wo ist denn ihr Posten überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Nicht, dass das sonst wo ist. Was haben wir hier? In der Zeit, wo wir auf den Tank warten. Ich muss. Was macht die Löschpulver? Aha. Okay. Da sind neue Quests für uns. Wo ist eigentlich mein Wolf? Was macht der? Keine Ahnung. Schildwache. Ich bin geehrt. Sensil. Jägerin Astranar steht in Flammen. Schnell, nehmt diesen Wassereimer und löscht das Feuer, bevor nichts mehr übrig ist. Was machen wir? Wir löschen Feuer. Der Zeit, wo ich warte. Eine helfende Hand. Meine Leute haben im Osten des Eschentals mit Hilfe der Kaldorei eine wichtige Entdeckung gemacht. Unter der Aufsicht von Architekt Nemus und Verteidiger Vedar erneuern sie einen alten elfischen Außenposten. Der Wiederaufbau wird nicht leicht werden, Alexiel, denn sie stehen vielen Herausforderungen und Feinden gegenüber. Ich weiß, dass Architekt Nemus und seine Landsleute in Waldsieg jede Hilfe, die sie bekommen können, zu schätzen wissen. Und er hat mich gebeten, jede Frau, die Interesse hat, zu ihm zu schicken. Sprecht mich erneut an, ich werde dafür sorgen, dass ihr jetzt schnell zu ihrer Stellung gebracht werdet. Verliert uns. Sind übrigens Drenai, habe ich auch schon mal gespielt. Ich finde die immer eigentlich ganz hübsch. Auch wenn meine Freundin und ich sie Weltraumziehen genannt haben. Aber ich finde die ganz cool. Im Gegensatz zu mir als Nachtelf ist die sogar mal größer als ich. Gut, sie steht auch auf einem Hügel. Ja, ein bisschen größer ist sie. Aber ich finde die immer ganz hübsch, die Drenai. Würde ich auch gerne spielen. Verteidiger, bitte leit mir euren Elek, um nach Waldeslies zu reisen. Warum machen wir das? Nehmt den Weg. Erstmal löschen wir hier die Feuer. Komm, Tank. Nur du fehlst noch.
So, werfen wir den Kram hier hin. Hat sogar geklappt, ohne hinzugucken. Na? Da vielleicht? Ja, wunderbar. Wasser, 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 Eimer. So ist das. Bevor wir jetzt hier weiter Zeit verplempern, weil wir ja die Instanz auch noch machen wollen, mache ich mal einen Cut, mache die Wassereimer zu Ende, gebe den Quest ab und so. Mal gucken, die Quest. Die Quest heißt es. Ich wurde korrigiert. Ich sag mal, den Quest, das ist falsch. Ich werde mir das versuchen, in Zukunft anzugewöhnen, das richtig auszusprechen. Ja, und dann warte ich, dass ich die Quest abgebe. Und wir sehen uns dann hoffentlich gleich in der Instanz, wenn der Tank endlich mal kommt. Der Tank! Wow, endlich geht es los in den Dungeon. Ich habe jetzt ewig gewartet und bin hier rumquesten ohne Ende. Juhu, wir haben es endlich geschafft. Es geht los. Helft uns bitte. Wir sind nur knapp dem Opferaltar entkommen. Wir haben eine Gruppe gefunden. Wie darf ich helfen? Sucht sie, nein, wir geben das am Ende ab. Erstmal machen wir das hier. Gebt das jetzt noch nicht ab, das wäre ja bescheuert. Fühlt euch geehrt. Ah, das ist schön. Euer Blut wird Akumai, den Zerstörer von Azeroth, nähren. Keine Scheu, das war so schön warm. So, jetzt planschen wir hier fröhlich hin. Ich muss näher ran. Hoffentlich schaffe ich die blöden Sprünge jetzt. Ich hasse es, hier rumzuspringen. Yeah, ich habe es sogar geschafft. Sehr gut. Ach, das ist immer so knapp da. Ich bin das letzte Mal, als ich das gemacht habe, runtergefallen. Ich wusste da aber auch noch gar nicht, was ich machen soll. Oh, da ist jetzt ein Seil. Da kann man dann rüber. Aha. So, ein Schwert brauche ich eigentlich nicht. Das brauche ich auch nicht. Mir gefällt die Anzeige nicht. Das werde ich mal das nächste Mal noch ändern. Das werdet ihr dann noch in den Instanzen sehen, dass man, wenn man Sachen einsammeln kann, kriegt man oben diese Anzeige und kann sich entscheiden, ob man die Sachen haben will oder nicht. Die anderen entscheiden natürlich auch, ob sie es brauchen oder nicht. Man kann dann passen machen, Gier oder Bedarf. Ja. Und dann kriegt man das und dann wird drum gewürfelt. Und jetzt machen wir die Schildkröte fertig, die Gamora-Schildkröte. Sehr schön. Das brauche ich auch nicht, das ist Stoff. Das ist nicht meine Rüstung. Als Jägerin brauchen wir nur Kette. Leute, was macht ihr hier? Ihr kämpft mit einer Schildkröte. Was ist das? Oh ja, das brauche ich. Das ist Bedarf, bitte. Ich möchte das haben. Und das habe ich bekommen. Sehr schön. So, nu? Geht's runter. Der Tank gibt vor, was wir wann angreifen. Ihr müsst die anderen retten, bevor Domina sie opfert. Ja. Mach mal Gier. Ich kämpfe zwar nicht mit Axt, aber... wem folgen wir hier eigentlich? Wieso ist unsere Gruppe gerade so zerstückelt? Ich bin verwirrt.
So. Ich warte jetzt. Leute, was habt ihr vor? Was ist der Plan? Der hat die singende Blume als Pet. Hab ich auch. Da ist sie. Sie heißt bei mir Petra. Und hier habe ich, glaube ich, am Anfang mal irgendwann gezeigt, die singende Blume. Aber die will ich jetzt nicht auch schon wieder raus. Und wir haben hier gerade Silberfeder bei uns. Der es irgendwie nicht so toll geht. Ja, und weiter geht's. Endlich. Mein Tod nährt die alten Götter. So, komm, das machen wir auch fertig. Weg ist es. Ich habe hier so ein Wildtier beschworen. Eine ekelhafte Spinne, obwohl ich die Spinnen überhaupt nicht mag. Ach so, haben wir schon. Ein Dolch, den hätte ich auch gern. Warte mal, ich mach mal Gier. Bedarf. Ich kämpfe ja gar nicht mit damit. Ich will nur Vorlagen. Da steht ja immer, dass ich die Vorlagen noch nicht habe. Und dafür sammle ich die. Ja, läuft ja hier ganz gut eigentlich. Ich laufe hinterher. Bin ich immer froh. Die Leute wissen, was sie tun. Den machen wir natürlich auch platt. Der regt sich hier gerade auf. Wie alle immer. Aber ich meine, wenn man angegriffen wird und sterben soll, auch verständlich. Eine Axt. Ich mache wieder Gier. Falls keiner will. Wunderbar. So, und das brauche ich natürlich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das wäre halt höchstens Gier. Was habe ich hier bekommen? Was ist das? Murloc. Murloc-Pampe. Aha. Was mache ich damit? Ja. Soll der da hinten rumnerven? Der komische... Ach, da singt die Blume wieder. Da ist sie. Hihi. Singende Sonnen. Sonne. Sonnenblume. Ich darf das Ritual nicht. Machen wir aber trotzdem. Haha. Komm, wir machen so ein komisches Ding. So ein Murloc-Ding. Jetzt haben wir es nicht mehr. Schade. Es ist witzig, wie die von diesen Tentakeln in die Luft geschleudert werden. Haha, witzig, ja. Ich finde das so witzig, wenn andere sterben. Ja. Zurück zum Sanktum! Fürst Martials Ritual muss vollzogen werden! Legendäre Gefangenen! So, auf sie mit Gebrüll! Kleine Fische!
Den Dolch auf Gier. Die Vorlage habe ich auch noch nicht. Immer her damit. Haben wir bekommen. Irgendwas, was ich nicht brauche. Stoff. Clear, clear, clear. Wieder mit den Feinden. Was ist hier? Stoff brauche ich auch nicht. Immer diese Stoffklamotten, die hier und die Blume, die hier die ganze Zeit singt. Ist auch schön. Ja. Ach da. Hä? Kann ich das nicht mehr anklicken? Kann ich oder nicht? Da. Muss ich näher ran? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Die machen das schon. Ich laufe einfach hinterher. Ich habe ja hier immer noch keinen Plan. Hab die Instanz jetzt einmal gemacht. Meinen neuen Kumpels hier, schaffen wir das. Das Ritual zu unterbrechen. Ja, wunderbar. Da freut sie sich da hinten auch. Das geben wir ab. Das war unglaublich, Alexia. Die alten Götter werden es sich jetzt zweimal überlegen, bis sie sich wieder aus ihrem Loch trauen. Jo. Das habe ich gemacht. Quest abgegeben. Endlich. So, wir haben aber irgendwie nur... Oh nein, ich habe nur einen besiegt. Was mit Domina? Besiegt Domina vor allem. Besiegt den Wächter, der ist da unten noch im Wasser. Und was mit dem hier? Haben wir einfach mal übersprungen, den Boss? Wo ist der denn? Nein, das muss ich leider ablehnen. Oder doch? Schaffe ich das? Ich weiß es nicht. Achso, die schaffen das nicht mit den Anforderungen. Na gut. Aber das ist hier der Akumai. Der Basil. Und wo ist der andere? Nehmen wir gleich noch die nächste Instanz mit. Ja, okay. Na dann, los geht's.